schmeckt der Mond? Schon seit langer Zeit wollten die Tiere wissen, wie der Mond schmeckt. Ist er süß oder salzig? Sie wollten nur ein bisschen probieren. Jede Nacht schauten sie gespannt den Himmel an. Sie streckten sich und versuchten nach ihm zu greifen. Sie verlängerten den Hals, die Beine und die Arme. Alles umsonst. Nicht einmal das größte Tier konnte den Mond erreichen. Eines Tages beschloss die kleine Schildkröte, den höchsten Berg zu besteigen, um den Mond zu berühren. Von dort oben war der Mond schon etwas näher, aber die Schildkröte konnte ihn immer noch nicht berühren. Also rief sie den Elefanten: "Wenn du auf meinen Rücken steigst, kommen wir vielleicht bis zum Mond." Der Mond hielt es für ein Spiel, und als der Elefant näher kam, entfernte er sich ein wenig. Da der Elefant den Mond nicht berühren konnte, rief er die Giraffe: "Wenn du auf meinen Rücken steigst, kommen wir vielleicht bis zum Mond." Aber als der Mond die Giraffe sah, bewegte er sich ein wenig weiter weg. Die Giraffe streckte und streckte ihren Hals aus, so weit sie konnte, aber es nutzte nichts. Und so rief sie das Zebra: "Wenn du auf meinen Rücken steigst, kommen wir wahrscheinlich näher an den Mond." Der Mond freute sich über dieses Spiel und er entfernte sich noch ein wenig mehr. Das Zebra gab sich sehr, sehr viel Mühe, aber es konnte den Mond auch nicht berühren. Also rief es den Löwen: "Wenn du auf meinen Rücken steigst, kommen wir vielleicht bis zum Mond." Aber als der Mond den Löwen sah, stieg er wieder etwas höher hinauf. Sie schafften es auch diesmal nicht, den Mond zu berühren, und sie riefen den Fuchs: "Du wirst schon sehen, wie wir es schaffen, wenn du auf meinen Rücken steigst", sagte der Löwe. Als der Mond den Fuchs sah, entfernte er sich wieder. Jetzt fehlte nur noch ein bisschen, um den Mond zu berühren. Aber der Mond verblasste mehr und mehr. Und der Fuchs rief den Affen: "Bestimmt schaffen wir es jetzt. Komm, steig auf meinen Rücken." Der Mond sah den Affen und zog sich zurück. Der Affe konnte schon den Mond riechen, aber ihn berühren auf keinen Fall. Und er rief die Maus: "Steig auf meinen Rücken und wir berühren den Mond." Er sah die Maus und dachte: "So ein kleines Tier kann mich doch nicht fangen." Und als ihm das Spiel langsam langweilig wurde, blieb der Mond genau dort, wo er war. Dann kletterte die Maus über die Schildkröte, den Elefanten, die Giraffe, das Zebra, den Löwen, den Fuchs und den Affen. Und mit einem Biss biss er ein kleines Stück vom Mond ab und aß es mit Vergnügen. Dann gab er dem Affen, dem Fuchs, dem Löwen, dem Zebra, der Giraffe, dem Elefanten und der Schildkröte ein kleines Stückchen. Und der Mond schmeckte genauso nach dem, was jeder am meisten liebte. In dieser Nacht schliefen die Tiere sehr, sehr eng beieinander. Der Fisch, der alles gesehen und nichts verstanden hatte, sagte: "Sieh einmal einer an! So ein Aufwand, um zu diesem Mond am Himmel zu gelangen.
haben Sie wohl nicht gesehen, dass der Mond hier im Wasser viel näher ist.